Hey zusammen, herzlich willkommen zum Motoblog. Wie ich es jetzt im letzten Video angekündigt habe, werden wir uns mit diesen ganzen vielen Kisten, die wir neulich gesehen haben, beschäftigen. Alles geht in diese Maschine. Beginnen wollen wir mit der Front und arbeiten uns dann zum Heck durch. Das ganze Kind kriegt auch einen neuen Namen. Wir nennen es Motoblog Bike Build. Okay. Gut, wir wollen heute beginnen mit dem Frontfender und einem Scheinwerfergrill. Alles dazu nach dem Intro und bitteschön. Alles klar, kann losgehen. So, die ersten zwei Teile befinden sich in jenen beiden Kartons. Wir fangen mal mit dem großen an. Okay, die Links zu den einzelnen Teilen, die wir hier benutzen, befinden sich natürlich, wie man das bei YouTube kennt, auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Das Messer nicht, das ist meins. So, in diesem riesigen Karton befindet sich der Frontfender von Kultwerk. Das Ding ist aus GFK, ganz entspannt. Guck mal. Schick, matt schwarz. Man kann den jetzt, wenn man möchte, noch anderweitig lackieren, glänzend oder je nachdem, welche Farbe man am Moped hat. Ich habe mich für matt-schwarz entschieden. Das Teil wird dann halt an den Originalaufnahmepunkten angeschraubt, an denen sich jetzt der Frontfender der Maschine befindet. In der nächsten Kiste. Okay, hier ist so ein Aufreißdingsels, ne? Gefickt da? Nee. Hier ist so ein Aufreißdingsels. Man könnte dieses Aufreißdingsels benutzen. Ne? Wir benutzen das. So, wer hätte gedacht, nochmal eingepackt. Jetzt kann ich aber mein Messer nutzen. Sieht ein bisschen aus, als hätte man in China so eine kleine Experimentierlandschaft bestellt. Und nochmal eingepackt. Jawohl, nochmal eingepackt. Da ist das gute Stück. Aus Metall. Und wird dann halt direkt am Scheinwerfer vorne befestigt. Das wird eine ganz interessante Sache. Kleine bauliche Veränderung, aber große Wirkung. Muss man mögen, wenn nicht, dann nicht. Wenn ja, dann schön. Okay, legen wir los. Da die Harley keinen Hauptständer hat, habe ich sie in so eine Wippe gestellt. Wippen gibt es ja wie Sand am Meer in unterschiedlichen Variationen. Der Seitenständer, der direkt an der Maschine befestigt ist, der ist mir nicht sicher genug, um ihn zu benutzen, wenn ich an der Maschine arbeite. Gut, wir fangen hier vorne mal an. Das sind die vier Schrauben, die wir jetzt lösen müssen, damit wir den Fender abnehmen können. Ich habe dazu zölliges Werkzeug. Wir nehmen ein Viertel Zoll. Der sollte passen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und der passt. Zack, so sieht das ganze Ding ohne aus. Vielleicht auch eine ganz interessante Optik. Fahren sollte man aus mehreren Gründen nicht. Zum einen fehlt unten ohne diese Brücke halt die Stabilisierung. Man könnte jetzt die Brücke ansetzen, ohne den ganzen Fender. Und dann nur mit der Brücke fahren. Das ist aber nicht ganz so sinnvoll bei uns. Denn Paragraph 30 und 36a der Straßenverkehrszulassungsordnung sagen, für Motorräder besteht national eine Vorschrift zur Radabdeckung. Das heißt, 150 mm über Achsmitte, Lauffläche komplett abgedeckt.
Für Motorräder mit IG-Zulassung ist keine bestimmte Radabdeckung vorgeschrieben. Eine übertriebene Radabdeckungsdemontage sollte dennoch vermieden werden, da es ja zu Gefährdung im Straßenverkehr halt führen könnte. Dann wird möglicherweise so eine Radabdeckung gefordert. Wir wollen jetzt den neuen Fender anbauen und dazu schrauben wir dann an dieser Stelle weiter. So, vier Schrauben. Upp, da sind sie. 2, 3, 4. Und der Fender von innen wird gehalten von innen über Schrauben, die mit 25er Torx zu lösen sind. Bevor wir das tun, brauchen wir erstmal jetzt einen Schluck Kaffee. Okay, also wie gesagt, über einen Torx hier drin zu lösen. Okay, das ist der neue Fender. Wir haben auf einer Seite ist er mehr rund und auf der anderen Seite ist er eher gerade. Das ist hinten, das ist vorne. Und ja, den schrauben wir jetzt an den Originalbefestigungspunkten mit den Schrauben, die wir da gerade rausgedreht haben, einfach wieder zusammen. Na, siehst du wohl, das sieht doch schon viel, viel besser aus, meiner Meinung nach. Alles klar, wollen wir uns als nächstes um den Scheinwerfer kümmern. Der Scheinwerfergrill besteht aus zwei Teilen. Das ist ein Frontgrill und die Rückseite. Der Frontgrill gehört hier vorne drauf und die Rückseite wird von hinten über den Scheinwerfer gestülpt. Dazu müssen wir ja hier den Stecker lösen. Das machen wir als erstes. Um den Ring jetzt über den Scheinwerfer zu kriegen, müssen wir das Kabel lösen. Dies ist das Kabel, das in den Scheinwerfer geht. Das geht hier rüber. Hier ist ein Siebteil, hier ein wie heißt das, Kabelbinder. Siebteil. Hier ist der zweite. Hinter diesen Halter, hinter diese Verkleidung und dahinter, der sitzt der Stecker, den wir jetzt lösen. Den Stecker können wir eigentlich ganz simpel lösen, indem wir hier oben diese Verrastung drücken. Der Stecker steckt da drin, von außen kommst du auf jeden Fall mit dem Finger da ran. Solltest du nicht rankommen, nimm ein kleines Werkzeug, eine Spitzzange oder ähnliches zur Hilfe, verletz aber dabei nicht die Kabel. Was da so kratzend sich anhört, das ist der Baum des Nachbarn, der in der Garage kratzt, nicht weil er rein will, sondern weil es ein bisschen windig draußen ist. Ja, wie gesagt, drück die beiden zusammen und zieh leicht an dem Stecker, am besten nicht am Kabel, immer am Stecker ziehen. Dann kannst du den rausnehmen, hier hinter durch und ja, das war's an sich schon. Jetzt werden wir hier vorne noch den Scheinwerfer lösen, damit wir den Ring ansetzen können. Der Ring muss über diesen Halter drüber weg. Es würde nicht funktionieren, wenn wir den hintersetzen, weil er dann nur hier hängen bleibt. Er muss aber nach hier vorne. Okay, den Scheinwerfer haben wir jetzt in der Hand. Diesen silbernen Ring müssen wir runternehmen, damit der schwarze Ring drauf passt. Dazu haben wir hier unten so einen kleine Kreuzschlitzschraube. Die werde ich mal eben lösen. Und dann schieben wir den schwarzen Ring rüber. Damit uns das aber nicht runterfällt, weil wenn es runterfällt, dann macht das eine ganze Menge Schaden und Splitter, gehen wir zurück an die Werkbank. Ach ja, guck, hier steht ja auch der Kaffee. Jawohl, so, okay, wir schrauben jetzt also hier unten erstmal diese kleine Kreuzschlitzschraube aus. Es ist nicht nötig, hier mit dem Werkzeug gegenzuhalten. Ich drücke dann nur mit dem Daumen drauf. Die Kraft reicht tatsächlich schon aus, um das Ganze zu halten. So,
Schraube runter. So, Mutter runter. Schraube raus. Okay. Und dann lösen wir den silbernen Ring nach vorne einfach raus. So, guck mal, da wohnt schon wer drin. Eklig. Um die Glühlampe da drin zu wechseln, muss dieser Ring auch runtergenommen werden. Ne? Also in diesem Moment wäre es gut, wenn man da drin diese Lampe austauschen möchte. Man muss nicht den ganzen Scheinwerfer runternehmen. Es ist bloß nötig, halt diesen silbernen Ring runterzunehmen, weil der das Inlet hier an diesen Lampenkasten hält. Okay, dann setzen wir den neuen mal an. Ich setze den von hinten durch. Hervorragend. Und vorne den Grill, den schraube ich jetzt gegen. Das ist mit einer Hand so ein bisschen fummelig. Du kannst dir in diesem Moment jetzt aussuchen, ob der Grill horizontal oder so vertikal sitzen soll. Ich glaube, ich werde mich für vertikal entscheiden. Die Position, die du haben möchtest, suchst du dir aus. Du kannst natürlich auch diagonal machen, Menschenskinder, wenn du das möchtest. Ja? Jede Position ist möglich. Genau, ich entscheide mich für vertikal und drehe das ganze Ding jetzt fest. Okay, dann können wir den Scheinwerfer wieder einbauen. Im Grunde genommen ist das recht simpel. Wir werden ihn hier vorne erst wieder ansetzen, so wie wir runtergenommen haben. Dabei auf jeden Fall darauf achten, dass wir die richtige Reihenfolge der Muttern und der Unterlegscheiben nehmen. Und dann können wir den hier hinten wieder anschließen. Los geht das. Okay, der Scheinwerfer sitzt und wupp. Hier vorne kann das Kabel jetzt durchgefädelt werden, hier durch diesen Halter bis in seinen Stecker zurück. Wenn für dich an dieser Stelle Schluss ist, dann auf jeden Fall daran denken, dass du die Kabel wieder mit Kabelbindern befestigst. Halt hier vorne so ein bisschen Platz, nichts auf Spannung. Und am besten die Originalpunkte, das ist ja auf jeden Fall zu sehen, na, wo die Dinger befestigt waren. Den Stecker wieder rein, bupp, und danach prüfen, ob das ganze Ding schön leuchtet. Wir werden uns jetzt ganz kurz nochmal darüber unterhalten, dass das Licht jetzt wieder eingestellt werden muss, weil wir haben ja hier vorne an- und abgeschraubt und deswegen den Winkel verändert. Ne? Schau mal so. Damit das Ganze passt, kann man jetzt zum Beispiel zum TÜV-Fahren, der dir das Ding mit Sicherheit nach einem freundlichen Wink in die Kaffeekasse einstellt, oder vielleicht ja dein Händler, wenn du das beides nicht zur Hand hast, könntest du jetzt folgendermaßen dein Motorrad so aufstellen, dass sich der Scheinwerfer in einer Entfernung von 5 Metern von einer Wand entfernt befindet. Ja? Die vertikale Achse muss dabei echt senkrecht sein. Nutze dazu entweder eine Wippe oder lass wen auf deinem Bike sitzen, damit es gerade steht. Wichtig dabei ist, dass sich die Lage der Maschine nicht zu sehr verändert. Also sollte kein Motorradständer oder Montageständer oder ähnliches verwendet werden, der das Bike hinten anhebt. Aus dem Grund solltest du auch nicht auf den Hauptständer zurückgreifen, der das ganze Motorrad anhebt. Und ja, die Schwerkraft kippt die Maschine dann halt nach vorne oder nach hinten, je nachdem, wo sich der Hauptständer jetzt genau befindet. Okay. Die vertikale Achse markierst du jetzt mittels einer senkrechten Linie an die Wand. Vorzugsweise solltest du jetzt auf Kreide oder irgendwas ähnliches zurückgreifen, damit sich die Kennzeichnung wieder entfernen lässt. Miss die Höhe der Scheinwerfermitte und übertrage sie an eine Wand. 50 mm unterhalb der hier erzeugten Zielmarke setzt du einen horizontalen Strich. Schalte jetzt das Abblendlicht ein. Die Hell-Dunkel-Grenze sollte mit dem horizontalen Strich übereinstimmen. Ist das nicht der Fall, justiere nach. Schalte nun auf Fernlicht um. Der hellste Punkt des Lichtstrahls sollte nun mit der oberen Zielmarke übereinstimmen. Alles klar, damit haben wir die erste Folge des Motoblock Bike Builds schon überstanden. Wir arbeiten uns in diesem Fall ja tatsächlich von vorne nach hinten durch, wenn es so funktioniert und alle Teile rechtzeitig ankommen. Es ist noch nicht alles da. Die nächsten Folgen werden bei Gelegenheit dann entstehen. Ich habe nicht die Zeit, alles jetzt an einem Tag zu machen. Deswegen wird sich das vielleicht um eine Woche
ja, ich denke um eine Woche handeln, bis die nächste Folge kommt. Vielleicht kommt zwischendurch auch noch was anderes, weil ich noch was in der Pipeline habe. Wenn du möchtest, hinterlass ein Abo, damit du den Kanal in den Weiten des YouTube-Universums wiederfindest. Aktivierst du die Glocke, bekommst du eine Benachrichtigung, wenn sich der nächste Upload getan hat. Ja, und dann denke ich, haben wir schon ganz gut was geschafft. Ich bin gespannt, wohin die Reise noch geht. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Und wenn du Bock hast, bist du dabei. Alles klar. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut, ciao.